Hallo, meine Lieben, und einen wunderschönen guten Morgen hier in Stardew Valley mit Harry auf Hof Hogwarts. Ich freue mich, dass ihr da draußen eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß und Unterhaltung bei dem heutigen Video. Jo, jetzt muss ich gerade überlegen, ne? Also, ich habe tatsächlich das letzte Mal noch getestet, ob es das Ganze gespeichert hat oder nicht. Es hat gespeichert, es kam nur kein Zwischenscreen, weil wir nichts eingenommen haben. Daher können wir starten in einen zauberhaft neuen Tag. Und wie immer gucken wir, wie das Wetter morgen wird. Willkommen bei Kurzu 5, deiner Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Es wird wolkig mit Windböen den ganzen Tag hindurch. Herbst halt, ne? Und Velvic! Willkommen zurück bei Velvics Orakel. Wenn du geheimes Wissen über die Zukunft suchst, bist du hier richtig. Die Geister sind heute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Aber das Wetter sollte gut werden, denn wenigstens das Wetter ist auf unserer Seite. So, und wir haben noch eine Folge Leben vom Land. Das heißt, die gönnen wir uns gleich noch zum Wochenstart dazu. Willkommen beim Leben vom Land. Und irgendwie kommt mir mein Hut größer vor. Kann der Kopf schrumpfen? Es wäre jetzt nicht von Vorteil, wenn der Kopf schrumpft, weil dann wird ich... Egal, lassen wir das. Also, es kommt mir gerade wesentlich größer vor, aber ich weiß nicht, was ich gerade für ein Problem habe. Lassen wir das. So, also, willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitz die Ohren. Oh, wenn du ein Bauer in einer kleinen Stadt bist, kann es gut sein, dass du zu einer Bauernhofshow eingeladen wirst. Dafür brauchst du gewöhnlich eine Auslage von 9 Gegenständen, die dein Talent am besten repräsentieren. Achte auf hohe Qualität, hohen Wert und Vielseitigkeit. Fische, Minerale, Handwerke, Früchte und Gemüse machen sich dabei sehr gut. Das hieße ja 9 Dinge mit Status Gold. Aha, aber zu wandern? Diese Woche jetzt? Oh, weiß ich gar nicht, ob wir das schaffen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen würden. Egal, wir gehen jetzt erstmal raus. Ach, ist das schön. Und da sehen wir schon, der Herbst fliegt und flattert. Und der Herbst hört sich heute schon wieder ganz anders an. Pass auf, ist das vielleicht, wovon wir im Fernsehen gerade gehört haben? Hallo, es ist gerade Brombeerenzeit. Die Büsche sind voll mit ihnen. Ich würde auch gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du helfen? Linus! Linus, nachdem er eigentlich gesagt hat, er braucht keine Freunde. Na gut, also, wir sollen Brombeeren für... Oh nee, der Bärenkorb. Ah, wenn das so eine Geschichte ist wie mit Roberts Axt, ne? Roberts Axt, ich bin ja gespannt, ob wir die im Verlauf des Spiels überhaupt irgendwie nochmal finden. Robert hat im Frühling, ja im Herbst, im Frühling ihre Axt verloren. Irgendwo um, ach so, irgendwo um Marnies Ranch. Ist Marni Kleptomanin? Weil sie hat ja schon die Buchse vom Chef bei sich, wenn die die Axt irgendwo bei sich hat. Es ist eine neue Woche. Wir müssen übrigens auch den Leuten wieder Geschenke machen, unter anderem Marnie. Und irgendwo muss ich einen Zettel haben, wem ich alles Geschenke machen wollte. Siehste, so läuft das schon mal los. Also, die Frage ist, ob wir ob wir Robins Axt jemals irgendwie finden werden, keine Ahnung. Und jetzt hat der Nächste was verloren. Also ist ein bisschen lost and found bei uns. Es ist Brombeerenzeit, aber Linus kann seinen Korb nicht finden. Ja, gucken wir mal, ob wir den finden. Zuallererst werden wir jetzt natürlich erstmal mit der Hofarbeit beginnen. Und wie wir sehen, haben wir das letzte Mal nämlich endlich vom Clint unsere Gießkanne wiederbekommen. Da freue ich mich persönlich sehr. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass ich bei diesen Feldern hier schon wieder überhaupt nicht richtig gieße. Ah, egal. So, pass auf. Ja, was ist das letzte Mal passiert? Also, die Folgen waren ein wenig entspannter. Ich hoffe natürlich, ihr habt euch ein bisschen amüsiert. Was ist passiert? Also, Clint hat die Gießkanne fertiggestellt, das wissen wir schon. Wir haben fast einen Fisch gefangen, aber nur fast. Es war trotzdem für mich ein sehr, sehr großes Glücksgefühl. Und wir haben ziemlich viel über Kürbisse philosophiert, dass der Kürbis eine Beere ist. Das war für mich selber so die spannendste Erkenntnis von dem Ganzen. Und es sind noch ein paar Sachen mehr passiert, die ich euch an der Stelle natürlich, falls ihr die Folgen nicht gesehen habt, nicht verraten werde.
So, ja, was gibt's heute? Habe ich heute irgendwie etwas vorbereitet? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich an Info habe, die vielleicht für den einen oder anderen dieses Spiels auch neu sein könnte, ist eine Info bzw. eine Tatsache, die ich nach wie vor einfach unfassbar faszinierend finde. Denn Stardew Valley, dieses Spiel, wurde tatsächlich nur von einem einzelnen Menschen entwickelt. Überlegbar, ein komplettes Spiel. Das würdest du, so wie du dieses Spiel hier siehst, eigentlich überhaupt nicht denken. Und das finde ich ziemlich krass. Und zwar war das der Eric Barone, der das Spiel dann letztendlich, ich glaube, an Chucklefish, verkauft hat. Und es ist einfach so krass nominiert, habe ich rausgefunden, wurde das Spiel letztendlich für 16 Preise gewonnen, hat es allerdings leider nur 3, was ich sehr schade finde. Darunter The Game Awards 2016 und den Steam Awards 2017, was trotzdem eine gelungene Honorierung ist, denke ich, für das Game. Habt ihr das gewusst? Also nicht das mit den Awards, sondern... Oh, ein Maiskolb! Geil, jetzt kommt endlich mal ein bisschen Kohle vielleicht rein. Sondern, hier wächst das Buschland auch langsam hier schon wirklich ran, ne? Und da hätten wir das erste Ding mit einem Stern. Naja, aber habt ihr gewusst, dass das von einem einzelnen Menschen entwickelt wurde? Das finde ich echt krass, ne? Das finde ich richtig krass. Überleg mal, du träumst so, oder diejenigen, die davon träumen, irgendwie ein Spiel zu entwickeln. Und dann hast du wirklich mal so ein Game, was von einem einzelnen Entwickler entwickelt wurde. Egal, also was machen wir heute? Heute hat niemand Geburtstag. Aber wir müssen die neue Woche mal wieder dazu nutzen, Leute zu beschenken. Denn ich habe mir das ja ernsthaft, ich suche gleich den Zettel, als Aufgabe gemacht, ein paar Leute zu beschenken. Darunter haben wir jetzt in der letzten Woche angefangen, mit der Lea so ein bisschen anzubändeln. Und es war wirklich ein magischer Moment. Vielleicht kennt ihr das ja selber von der Liebe. Vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt, wenn man sich verliebt. Und im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt. Es ist gar nicht so, dass dieser magische Moment, von dem man spricht, dass man sich dem so im Augenblick irgendwie bewusst ist. So geht es mir zumindest, aber vielleicht bin ich da auch sehr, sehr komisch. Das kann ja auch sein. Aber dieser sprichwörtliche magische Moment, wie kann man den beschreiben? Eigentlich kann man den nicht beschreiben und das macht ihn wahrscheinlich so magisch. Aber es ist so dieses, plötzlich ist da jemand, wo auch immer ihr herkam. Vielleicht war er schon länger da und mit einem Mal fällt euch dieser Mensch, und die Musik ist gerade so passend dazu, ne? Fällt euch dieser Mensch ins Auge und ihr guckt ihn verliebt an und denkt so, ja, da ist etwas. Und so genau ging das mit der Lea. Und es ist die erste Romanze, die entsteht und ich glaube, sie passt zum Harry. Aber wir werden uns trotzdem noch ein bisschen an Elliot ranschmeißen. Vielleicht ist der Harry ja auch so herumgepolt. Das wissen wir ja nicht. So, haben wir jetzt so viel drüber rumgequatscht, dass wir hier tatsächlich alles gegossen haben? Yes, Hofarbeit ist safe um 13.10 Uhr am Mittag. Ich weiß nicht, wo Wolfgang ist. Wolfgang. Monster. Wolfgang. Wer hätte den Hund auch Wolfgang nennen können? Entschuldigung. Ich bin leider immer noch ein bisschen erkältet, weshalb meine Stimme immer noch so dezent abkatzt und abhundet. Es ist spät. Guck mal, Freunde. Ne? Es ist 0.15 Uhr und da ist bei mir im Kopf schon wieder irgendwas falsch. Wolfgang. Was jetzt generell nichts gegen den Namen ist, aber ich finde ihn für einen Hund. Ne? Also brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das heißt, wir brauchen zum einen Geschenke. Haben wir hier mit den Beeren. Finde ich ganz gut. Dann sollten wir uns was habe ich jetzt getan? Ich weiß es nicht. Dann doch, ich habe die Pflaume weggepackt. Sollten wir uns vielleicht hier... Oh, es war komplett andere Musik. Eigentlich in der Kiste mal so ein bisschen sortieren, dass wir hier 9 Sachen mit einem goldenen Stern irgendwie reinpacken. Pass auf, dann werden wir die silbernen verkaufen, um überhaupt endlich mal ein bisschen Geld zu bekommen. Und ich glaube, so lassen wir das. Brauchen wir hiervon irgendwas? Schwert brauchen wir nicht. Und wir laufen als allererstes zu Mani. Wir müssen ja jetzt nicht mehr zum Schmieden Clint gehen. Erstmal, wir haben ja jetzt unsere Waffe. War so ein bisschen nervig, da die letzten Tage immer wieder vorbeizuschauen und nachzufragen. Ist es fertig, ist es nicht, ne? Aber wir haben es ja jetzt. Ich finde die Musik gerade sehr romantisch. Ich finde sie sehr romantisch. Also, ich habe den Zettel... Doch, ich habe ihn gefunden.
Ach, sind das die Beeren? Oder ist das einfach nur Deko? Ja, schade. Ist das Deko? Ja, es ist Deko. Gut, das soll uns nicht stören. Ich habe gedacht, wir können es einsammeln. Aber können wir nicht... Oh, sie ist nicht da. Wo ist sie? Aber ich verstehe nicht, warum... Doch, da ist sie. Warum wohnt die Jas hier? Ich weiß es nicht. Komm, wir reden erstmal. Hallo. Ich liebe Tiere, Herr Harry. Wenn du dich gut um sie kümmerst, werden wir sicher gute Freunde. Ja, was kann ich dir denn schicken, meine Liebe? Wie sieht's denn aus mit der Pflaube, du alte Dorfpflaube? Danke dir. Das sieht nett aus. Warum sagen die zu Früchten, das sieht nett aus? Eine Frucht kann nicht nett aussehen. Na, bist du jetzt happy? Ein bisschen, ne? So, pass auf, wir gucken uns allgemein mal an, wie wir so jetzt bei den Leuten stehen. Bei Pierre müssen wir tatsächlich auch nochmal vorbei, ihm vielleicht auch nochmal ein bisschen was schenken. Louis, Bürgermeister, ja, können wir so machen. Also, ich habe mir aufgeschrieben, Elliot, Maru, Lea, warum ich Elliot zweimal aufgeschrieben habe, doppelt hält besser, weiß ich nicht. Rasmodius und Pierre. Ich würde das Ganze jetzt einfach mal eingrenzen auf Elliot, Lea, Pierre und Marnie. So. Ja, genau, pass auf. Da gucken wir jetzt mal, wie wir bei den anderen mittlerweile stehen. Bei Marnie haben wir auch schon ein Herz. Das finde ich sehr gut. Lea, wie gesagt, haben wir jetzt mal angefangen, irgendwie zu daten. So, auf Wiedersehen. Daher würde ich sagen... Oh, Jas, kleine Jas, hallo. Oh, suchst du nach Tante Marnie? Aha, ihre Tante. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum sie dort ein Zimmer hat. Also, die Penny ist die Lehrerin. Aber wer ist denn dann die Mutter? Haben die keine richtige Mutter? Wohnen sie bei der Tante? Auch schon wieder sehr verwirrend. Die Lea, haben wir festgestellt, meine Lieben, wohnt hier. Die hat ein eigenes, ja, ein eigenes Haus. Und jetzt taucht da auch zum ersten Mal auf, dass es... ihr Haus ist. Ich bin der Meinung, dass diese Info bis jetzt noch nie gekommen ist, wenn wir hier an die Tür geklickt haben. So, wen suchen wir jetzt noch? Elliot, Lea, Pierre. Wir gucken einfach mal random in sämtliche Häuser rein. Das können wir natürlich auch machen. Ja, und den Bärenkorb müssen wir ja auch noch suchen, ne? Ich weiß gar nicht, wer wohnt denn hier? Wer wohnt hier? Eier, Brot, Karotten und Milch. In einem gut sortierten Kühlschrank sieht das so aus. Ah, Lea wohnt hier. Nein, Jodie. Wie sie mit den Namen nicht klarkommt, ne? Ah, wie sie mit den Namen nicht klarkommt. Ist mir übrigens in jeder Soap, die ich früher mal geguckt habe, hatte ich das gleiche Problem. Gestern? Jetzt taucht der Altar auf, über den ich mich immer noch frage, warum der bei Pierre da irgendwie so drin steht. Können die da alle hin? Gestern habe ich Jobas Altar besucht und für die sichere Rückkehr meines Mannes gebetet. Wie die sicher, wo ist denn dein Mann? Verrät sie nicht. Verrät sie nicht. So, der Sam wohnt hier auch. Also ist so ein bisschen komisch, hottentottenmäßig hier, wie die Leute verpartnert sind oder wie sie miteinander wohnen. So zweckmäßig. Habe ich tatsächlich auch noch nicht so wirklich verstanden. Ja, wir laufen heute mal in sämtliche Häuser rein und gucken, ob wir Dinge gucken können. Kann man das so sagen? Bauen Sie Ihre eigene Dunkelkammer. Warum sollte ich bei der eigenen Dunkelkammer? Ja, na besser noch, als bauen Sie Ihre eigene Folterkammer. Wie ich darauf komme, ich weiß es nicht. Aber überleg mal vielleicht. Überleg mal, wenn es so ein Buch gäbe. So DIY-Folterkammern bauen. Du bist nicht genug mit Halle. Ach so, zickige Halle. Hier war ich auch schon so lange nicht mehr drin, dass ich nicht mehr weiß, wer wo wohnt. Okay, also episch lange wollen wir uns tatsächlich hier gar nicht aufhalten. Das heißt. Oh, mag ich dich vielleicht. Oh, Lea! Lea! Zufällig läuft sie uns über den Weg. Das ist mir im Übrigen auch aufgefallen, dass man, ja, wenn man dann irgendwie einen Schwarm hat, vor allen Dingen, wenn man vielleicht irgendwie mit demjenigen zusammenarbeitet oder in der Schule zusammen irgendwie lernt, dass man ihm dann irgendwie auch öfter über den Weg läuft. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr sowas im Nachhinein, oder vielleicht seid ihr ja jetzt gerade auch irgendwie in Love, könnt ihr sowas vielleicht auch berichten, solche spannenden Ereignisse. Aber jetzt, Lea, auf den Abend. Ich habe über das Wochenende ein paar wilde Pilze gefunden. Und sie geht in die Pilze, Leute. Sie geht in die Pilze. Ach, mein Schatz, ich habe eine Beere für dich.
das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Sie lacht. Sie lacht. Sie mag uns. Ja, auf Wiedersehen. Es war sehr freundlich und schön, freundlich, dich kennenzulernen. Heute gesehen zu haben. Siehst du, ich stammel ja schon mit rum. Ach ja, das ist so schön. Ob da was? Ich meine, sie ist auch sehr, sehr hübsch und sie hat, glaube ich, auch wirklich einen tollen Charakter. Bis jetzt hat sie uns, gut, wir haben bis jetzt noch nicht so viel mit ihr geredet, aber sie hat uns auch noch nicht angepumpt. So wie die Halley zum Beispiel irgendwie, die ja so zickig durch die Gegend läuft, ne? Oder ich meine, ne, wie es so einige andere Charaktere hier gibt. Charmant, charmant, charmant. Ich hatte heute einen riesigen Teller voll wilder Pilze und Eier zum Frühstück. Ha, ich bin immer noch satt. Kein Problem. Ich wünsche dir, können wir noch was sagen? Oh, wir können noch mehr Konversation. Achte gut auf den Boden vor dir und du wirst selbst Pilze finden. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank, meine Liebe. Auf Wiedersehen. Ich wünsche dir einen traumhaften schönen Abend. Und wer bist du jetzt? Harvey! Der lief aber breitbeinig. Wir verkaufen in der Klinik auch ein wenig Medizin direkt am Schalter. Schau also ruhig vorbei, wenn du erschöpft bist. Ach so? Ich weiß, dass die Hofarbeit ziemlich ermüdend ist. Übertreib es nicht. Oh, wir haben doch nie irgendwie da was gekauft. Hast du offen? Leider nicht. Da werden wir morgen vielleicht mal vorbeigucken. Aha. Gucken wir mal ans Questbrett. So, brauche Super Seegurke für Eingemachtes. Was hat Evelyn denn für strange Rezepte hier? Super Seegurke? Ja, wir haben noch nicht mal einen Fisch gefangen. Das Einzige, was wir rausholen, sind Brillen, alte CDs, Müll und Seetang. Das sind die einzigen Dinge, die wir irgendwie aus dem Meer oder dem See fischen. Also mit irgendwelchen Super Seegurken und überhaupt Seegurken wird es, glaube ich, ziemlich schwierig, kleine Evelyn. Deshalb würde ich tatsächlich diesen Auftrag auch nicht annehmen, weil... bringt nichts. Hallo. Die Herbstart ist hier. Im Winter wachsen keine Pflanzen. Also ist das deine letzte Chance bis zum Frühling. Hau also ordentlich rein. Ich weiß. Und frisch gesät. Was? Er mag keinen Mais? Sorry, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, aber zählt das jetzt trotzdem? Ja, es zählt. Aber das wusste ich nicht. Entschuldigung, er mag keinen Mais. Gut zu wissen, gut zu wissen. Wie geht's dir denn? Sagt er nicht. Altar von Joba. Da will ich jetzt auch mal kurz zu dem strangen Altar. Und wir haben es schon 18 Uhr. Na, was machst du denn hier? Der Herbst ist Abbys Lieblingsjahreszeit. Also hoffe ich, dass sie öfter ihr Zimmer verlassen wird. Ach so, stimmt. Das war... Ah, ja, ja, ja. Das war seine Frau. Warum habe ich denn plötzlich alles spontan vergessen, was wir je in den letzten über 60 Folgen hier getan haben? Gedächtnisschwund. Es geht los. Ja, machen wir jetzt auch irgendwas. Da haben wir Alex. Wir können tatsächlich mal hoch irgendwie Richtung Linus gucken, ob wir durch Zufall irgendwie einen Korb finden. Ich mache nochmal lauter. Und es stürmt. Das sieht total aus, als könnten wir hier die Bären raussammeln, ne? Aber es geht nicht so. Am Spielplatz, am späten Abend, ne? Das sieht überhaupt nicht seltsam aus, wenn wir da als einzelner, einsamer Mann irgendwie rumstehen und rumlungern. Da ist nichts drin, warum das abgesperrt ist. Hier ist vielleicht eine Koppel. Brauchen wir nicht rein? Oh, irgendwas ist da reingerannt. Vielleicht schon wieder ein Kaninchen? Weiß ich nicht. Also heute ist sehr stürmisch. Maru! Hast du gemerkt? Ich habe überlegt, wie sie heißt. Hast du die Minen schon viel erkundet? Ich habe gehört, dass du dort einige nützliche Materialien finden kannst. Ja, ich war schon das ein oder andere Mal drin. Zur Abenteuergilde könnten wir tatsächlich auch irgendwann mal gucken. Ja, da ist ein Pilz, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Das ist die spannende Frage. Ob wir da hinkommen können. Komm, wir folgen jetzt einfach. Wo willst du hin? Verrät sie uns das? Und da war sie weg. Nee, da ist sie da. Ich suche den Korb von Linus. Tja, auf Wiedersehen. Ob wir den finden, ist nur die Frage, ne? Wo können wir den versteckt haben? Oh, was machst du denn hier? So, es ist die große Erntezeit, oder? Eher nicht so. Also bei mir zumindest nicht. Das wächst alles noch. Und bei dir ist hier so die Hans-Gucke-die-Luft-Zeit. Nee, auf Angeln habe ich jetzt tatsächlich gerade keinen Bock. Ich weiß, ich laufe gerade nur sinnlos durch die Gegend rum, aber wir verfolgen ja einen Plan. Ja, pass auf. Wie hatte die Abenteuergilde auf? Da waren wir nämlich auch schon sehr lange nicht mehr drin.
Und sie hat offen. Hat die ganze Zeit offen? Was liegt denn hier? Achso, Schuhe. Wie man einfach blödsinnige Fragen stellen kann. Hallo? So, also die Sneaker, die haben wir ja tatsächlich gekauft. Oh, dafür haben wir leider kein Geld, ne? Oder wollen wir es uns doch gönnen? Also Topaz erhöht Waffengenauigkeit um 10%, erhöht Zurückstoßen um 10%. Wollen wir uns einfach... Naja, wobei... Pass auf, ich habe eine Überlegung. Wir werden uns ein Schmuckstück im Winter kaufen. So als Weihnachtsgeschenk. Das machen wir erst im Winter. Und, na, magst du mit mir reden oder ist das doof? Ich weiß es nicht. Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kind. Gil, ist der eigentlich jemals irgendwie bei irgendeiner öffentlichen Veranstaltung dabei gewesen? Der Typ sagt mir so überhaupt nichts. Also, hier gibt's nichts. Gut, aber die haben auch die ganze Zeit irgendwie offen, ne? Die haben nie geschlossen. Ja, wo könnte Linus seinen Korb verloren haben? Eine sehr spannende Frage. Wir werden jetzt einfach mal hier rumgucken. Vielleicht hat er das ja irgendwo um sein Zelt herum verloren. Ist natürlich unpraktisch, wenn das jetzt schon so dunkel ist. Aber vielleicht finden wir es ja auch im Dunkeln. Ich glaube es ja eher nicht, ne? Komm, wir laufen mal ganz nach oben. Wir müssen eh gleich nach Hause. Komm, wir können einmal eine Runde rumlaufen. Der Zug kam auch nie wieder, ne? Der ist einmal durchgefahren, dann war er weg. Und niemand kam mehr. Oder fuhr weg. Tja, wo könnte der seinen Korb hingestellt haben? Ich meine, gerade wenn du eigentlich auch nicht so viele Dinge besitzt, verlierst du doch dann auch keine Dinge, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass man dann erst recht auf seine Dinge Acht gibt und darauf achtet, dass man nichts verliert. Das ist tatsächlich ein wenig seltsam. Können wir in sein Zelt gehen? Der hat dafür die ganze Zeit offen. Na? Ich habe die Höhlen weit erkundet. Ja, so sieht er auch aus. Sie hüten ein paar Geheimnisse. Was für Geheimnisse? Pass nur auf, wenn du sie betrittst. Ja, ja, weil du nämlich immer darin rumlugerst und mich rausholst, wenn ich da drin aufgrund der Zeit zusammenbreche. Und Zeit, das ist auch das Stichwort. Wir müssen jetzt schon wieder runter. Also, hier war soweit kein Korb. Vielleicht habt ihr tatsächlich ja einen gesehen, den ich so jetzt aufgrund der Dunkelheit nicht gesehen habe. Möglich? Vielleicht finde ich den ja im Schnitt auch. Oh, es wird spät. Oh, wir müssen nach Hause, wir müssen nach Hause. Aber ich glaube, hier oben kommen wir doch, wenn wir jetzt hier lang... Warte mal, kann man hier nicht langlaufen? Oder war es hier unten? Irgendwo konnte man doch hier... Ah, ich finde es schon wieder nicht, ne? Ich habe mich schon wieder verlaufen. Irgendwo konnte man nach links rüberlaufen und war sofort da. War das nicht hier? Vielleicht? Wir probieren es einfach. Ich habe keine Ahnung, wo wir rauskommen. Ja, sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Ja, meine Lieben, das war unser heutiger Tag, der Montag. Er war so semi-erfolgreich, ne? Oh ja, wir müssen jetzt ins Bett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, wir schaffen das. Oh Gott, dann fehlt uns wieder Geld, wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen. Los, renn rein, nicht wieder vor der Tür zusammenbrechen. Rein, rein, rein. Geschafft, geschafft. Und ab ins Bett, schlafen. Ja, ja, das war der heutige Tag. Wir haben, ich glaube, ein oder zwei Maiskolben verkauft. So gut wie nichts also. So gut wie einen Maiskolben. Nee, warte mal, drei. Naja, ne? Aber so gut wie nichts. Langsam müssen die Sachen kommen. Und ich war ja auch am Überlegen, ob man nicht noch Sachen anpflanzt, die weniger Zeit zum Wachsen brauchen. Weil ich habe mich ja irgendwie sehr auf die Sachen gestürzt, die so lange zum Wachsen brauchen, aber tatsächlich von den anderen Sachen eher weniger angepflanzt. Wir sind ja jetzt ein bisschen effektiver mit der Gießfrequenz. Ich glaube, Amaranth sollten wir zum Beispiel, glaube ich, auch noch ansammeln. Ansamen? Wäre eine Überlegung. Also vielleicht gehen wir morgen mal schnell zu Pierre's. Wir wollten ja eh zum Medizinladen. Gucken wir mal. Aber jetzt wird erstmal geschlafen.